Ich möchte diesen Ausdruck faktorisieren. Zuerst gucke ich den ersten und den hintersten Ausdruck an. Ich merke, das ist ein Quadratterm, das ist eine Quadratzahl. Ich ziehe von 36 auf 2 die Wurzel, es gibt 6 a. Die Wurzel von 121 gibt 11. Dieses Plus bestimmt hier mein Zeichen. Das Ganze ist ein Binom, 6a plus 11, also hoch 2. Ich muss jetzt kontrollieren, ob das auch wirklich stimmt. 6a hoch 2 gibt 36 auf 2, 11 hoch 2 gibt 121. Den mittleren Term bildest du, indem du 6a mal 11 mal 2 rechnest und du bekommst tatsächlich 132a.